Grüß Gott, schön. Guten Abend, herzlich willkommen Ihnen zu Hause in ORF 3 hier im Radio Kulturhaus. Die Tafelrunde ist wieder da. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier im Radio Kulturhaus. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu Hause da sind. Ich möchte Sie förmlich begrüßen mit Grüß euch, es Häseln! Ja. Man muss mit der Zeit gehen, das ist der neue Gruß. Haben Sie mitbekommen, wahrscheinlich hat wieder große Aufregung gegeben, weil etwas gesagt wurde, diesmal beim Landesparteitag der SPÖ in Wien. Und ich finde generell, es regt sich alles sehr schnell, sehr wild auf. Aber auch diesmal, weil der Bezirksvorsteher aus der Donaustadt, das muss man für die Nicht-Wienerinnen und Nicht-Wiener erklären, das gehört für viele gar nicht so zu Wien. Das ist so Transdanubien und so. Sagen manche Mordor für viele. Nein, also aus der Donaustadt, ja. So schnell kann man das Publikum abspülen, gell? Nein. Der Herr Nevrivi hat beim Landesparteitag gesagt, also es muss die SPÖ Wien hinter dem Bürgermeister stehen, weil der wird von den Grünen und den anderen Häseln immer angeschüttet. Und dann große Aufregung, der hat Häsel gesagt, um Gottes Willen. Ich finde, es gab halt andere Dinge, über die man sich gepflegt aufregen kann, aber gut, jetzt hat er halt Häsel gesagt. Ist nicht die feine englische Art, ist schon klar, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich fast ein Lob gewesen, finde ich. Ja, also für die anderen bleiben Roten immer Gesindel, er sagt, die anderen sind Häseln, also es geht sie eh aus. Nein, aber weil ein Häusel ist ja schon auch, also wenn man es einmal nicht hat, merkt man erst, wie wichtig es ist. Ja, also wenn man in einer Situation ist, wo man schon alles zusammenzwickt die ganze Zeit und keine klaren Gedanken mehr treffen kann, weißt eben nur mehr, dann weißt du, so wichtig ist ein Häusel. Und so ein Häusel steht ja quasi auch überall herum mittlerweile, nicht? Steht auch auf jeder Stadtautobahnbaustelle, weil die Polizisten und die Demonstranten einmal aufs Häusel müssen. Also so gesehen ist es etwas Universelles und man muss sich da nicht groß drüber aufregen. Ich finde, es war ein Lob und ich freue mich sehr auf die Häuseln, die heute bei mir sind. Auf Herbert Steinböck zum Beispiel. Herzlich willkommen bei der Tafelrunde. Mit dabei Lydia Brenner-Kasper. In der Tafelrunde zu Gast Thomas Maurer. Und Aida Loos. Live auf der originalen Kirchenorgel Rainer Kepplinger und die Häselpartie. Ja. Da sind wir noch einmal hier im Radio Kulturhaus und zu Hause in ORF 3, bevor die große Open-Air-Saison beginnt. Klingt ein bisschen großkotzig jetzt, die Rolling Stones gehen auf Tour und wir gehen auf Open-Air-Tournee. Wir spielen im Sommer auch dreimal die Tafelrunde, sind zu Gast bei Viktor Gernot in der Praterbühne oder auf der Praterbühne. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie gerne vorbei, war sehr schön im letzten Jahr. Dort ist dann alles ein bisschen lockerer mit Flipflops und Ruderleiberl und so oder mit Daunenjacke, je nach Wetter, man weiß ja nicht so genau. Aber es wird schön, es wird schön. Und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, warum wir pünktlich anfangen, weil große Ereignisse haben es ja so an sich, dass sie ein bisschen ein Delay haben, wie man bei der Champions League gesehen hat. Ich habe auch gerade gehört, wir haben eh noch 1000 Leute draußen mit gültigen Tickets warten. Aber die Organisation hat das irgendwie nicht geschafft und wir haben Gott sei Dank so eine kleine Abordnung aus Paris von der Polizei. Die kümmern sich da, die haben noch ein bisschen was über vom Finale. Die werden aber die Veranstaltung nicht stören. Absurd, oder, was da abgegangen ist. Na, wir freuen uns auf jeden Fall. Also, wir freuen uns überhaupt generell, oder? Es ist, Corona ist vorbei, das ohne Maske zum Supermarkt, das ist schon hart ein bisschen was Komisches, finde ich. Es ist so ein bisschen ohne Sonnencreme am Strand. Es ist so bequem, weil du nicht einschmieren musst, aber du führst dich vor nachher ein bisschen. Es ist so, ich weiß nicht. Und Corona ist ja aber eher vorbei, ist uns eh wurscht, wie wir vom Kiefersperrenkanzler gehört haben, nicht beim Parteitag, nicht? Hat er gesagt, dass so viele Menschen in einem Raum bedeuten auch so viele Viren, aber das ist uns wurscht. Ja, also. Ich wurscht jetzt, Corona ist vorbei, es wird ein Sommer wie damals oder so ähnlich, weil jetzt kommt was Neues, jetzt kommen die Affenbocken daher. Ja. Na, sag's mir nicht best, die Affenbocken. Wer braucht die Affenbocken? Ich habe keine Nerven mehr für sowas. Es ist, klingt im ersten Moment nicht so wie eine Oma aus dem Laufental. Ich sage einmal einen Rändlingbocken, einmal einen Ofenbocken, aber nein. Hat so ein bisschen was von der neuen Pandemie, wobei die Experten sagen, nein, keine Sorge, es kommt keine neue Pandemie, weil das hat alles nicht das Zeug dazu, so groß zu werden. Ja, aber es war auch schon 8-mal Licht am Ende des Tunnels und dann war es der Zug. Nicht? Also man kann sich darauf nicht verlassen und ich habe schon
aus gut informierten Kreisen eine Information bekommen, das Gesundheitsministerium bereitet sich vor auf die Affenpocken, es gibt schon Maßnahmenpakete, basierend auf den Sachen, die wir eh schon gewohnt sind, also Abstand, also einem Babyschimpansen Abstand halten, Maskenpflicht kommt wieder, nicht gerade abgeschafft, jetzt kommt sie wieder, es wird empfohlen die Gorilla-Maske vom letzten Gschnas. Und die täglichen Tests kommen auch wieder, nur nicht mit Stabal, sondern mit Schokobananen. Also es ist so Affenbocken, ja, also wer braucht Affenbocken? Was sind überhaupt die Auswirkungen von Affenbocken? Das weiß man ja mittlerweile, sonst ist ja nicht alles bekannt. Aber die Auswirkungen von Affenbocken sind grausliche Wimmerl im Gesicht, erhöhte Temperatur und Orientierungslosigkeit. Das heißt, alle Bärschen von 14 bis 17 Affenbocken. Das ist ja, können gleich alle daheim bleiben, ne? Aber die Experten sagen ihm, es wird sich nicht verbreiten, weil die Verbreitung so schwierig ist. Man braucht direkten Körperkontakt. Man weiß zumindest, wo es herkommt, wenigstens. Nicht? Und es ist nicht, weil bei Corona hat wer was gegessen. Also es hat nicht wie beim Indiana Jones irgendjemand ein lauwarmes Offenhirn mit Salzflocken und rosa Pfeffer gegessen, sondern nein, Affenbocken kommen von sexuellem Kontakt mit Affen. Ich habe viele Fragen. Ja. Wer weiß, Hand hoch. Ja. Wer weiß, ob so offen, dass er sich gedacht hat, statt der Mutti auch ein Gotti. Oder immer, das muss ja irgendwer gewesen sein. Oder irgendwen reißt es gerade ganz stark, weil sie denkt, Jesus, nein, nach dem Corona-Geschnass, der Gorilla, das war nicht die Frau Müller aus der Buchhaltung. Ne? Das war. Oder andersrum, welche Frau findet Affen attraktiv, dass sie sagt, ja, heute gehe ich noch schön brunnen. Ja, also so. Immer Grinsen im Gesicht, wo du hingreifst, Haar und so eine gedrungene Gestalt. Ich meine, gut, der Nia hat auch viel Verehrer. Nein, aber Affenbocken, Wahnsinn. Aber ich fürchte mich nur, wenn es wirklich schneller übertragbar ist, als alle sagen, dann haben wir eine Regierungskrise an euch, nicht bei der Affen, die dort sitzen. Du kannst gleich wieder zusperren, nicht? Das ist. Es ist, aber auch die Innenpolitik ist natürlich ein weites Feld, wo immer wieder was passiert, jetzt auch wieder in den letzten Tagen und Wochen dauernd passiert irgendwas und mittendrin, Sascha, kann ich einen Dusch haben? Mittendrin ein ÖVP-Skandal wieder mal, ja. Wobei, weiß man noch nicht, ob es ein ÖVP-Skandal ist, weiß man nicht, also die ÖVP sagt nein, die anderen sagen ja, irgendwo wird die Wahrheit sein. Es geht um Corona-Hilfsgelder und um Pensionisten und ganz genau um oberösterreichische Pensionisten, den oberösterreichischen Pensionistenbund, der Corona-Hilfen bekommen hat. Also nicht der oberösterreichische Pensionistenbund, weil der ist eine Parteiorganisation, der hätte keine Spenden bekommen dürfen oder keine Hilfsgelder. Lustigerweise gibt es zufällig einen Verein oberösterreichischer Pensionistenbund, wo die gleichen Leute drinnen sitzen, der hat schon Corona-Hilfen bekommen und zwar relativ viel, 2 Millionen. Bei denen in Linz haben sie gedacht, ja, in Linz, da rinnt's mit der Kohle. 2 Millionen Euro. Ich meine, ich bin jetzt nicht in dem Thema drinnen, aber was kostet Buralizidin am Liter momentan? Also, 2 Millionen Euro, das sind 7.400 Busfahrten nach Lourdes, bitte. Ja, das ist oder 133.000 Packel Viagra. Angeblich. Es ist so österreichisch, diese ganze Geschichte, weil rausgekommen ist ja dann das Ganze auch durch ein Interview vom Herrn Büringer, vom ehemaligen Landeshauptmann, der ja auch da drinnen ist natürlich, der hat gesagt, jetzt sollen sich die Leute nicht aufregen, weil wir haben das Geld ja eh nur für Personalkosten verwendet, was sie nicht dürfen, woraufhin der Geschäftsführer gesagt hat, nein, für Personalkosten haben wir das nicht verwendet, sondern für andere Sachen. Für welche andere Sachen? Man weiß es nicht. Also, werden wir noch nachschauen. Also wirklich, die Innenpolitik, ein Quell der Freude, ein Quell des Humors. Es wäre schön, wenn ein bisschen Quell von Vernunft auch noch dabei war, aber der kann nicht alles haben. Wobei, Van der Bellen tritt an, das ist auch eine der großen Meldungen der letzten Zeit. Wir haben ja schon Angst gehabt, der verschlaft. Ja. In der letzten Tafelrunde gesagt, bitte weckt ihr ihn auf, sonst verpennt er. Sonst sagt er Mitte Dezember, ja, ich mach's. Und ich sage, tut mir leid, ist schon wer anders. Also es war schon, ist schon erledigt. Nicht? Hat er gesagt, nein, er macht's und hat dann eh auch gleich als standesgemäß verkündet, hat 2 Bakel Chitan-filterlos durch den Kamin ausgeschossen. Weißer Rauch, Habemus van der Bellus, ja, also alles. War klar. Und er bedient auch die sozialen Netzwerke. Jetzt hat er einen TikTok-Kanal gemacht, der Bundespräsident. Da haben die Ersten gedacht, Jesus, na, der Bachelor schaut alt aus, der Neue. Ja, aber nein, ist der Bundespräsident.
Und dann, ja, er hat gleich weitergemacht wie bisher, nicht angelobt. Angelobt, jetzt ist der Landwirtschaftsminister noch, der Nachzügler ist auch noch gekommen. Mit dem hat er den Sammelpass jetzt voll, der Van der Bellen, und kriegt beim nächsten Mal einen Staatssekretär dazu, gratis. Und es finden eigentlich, ich finde es auch super, dass der nochmal antritt. Es gibt schon Stimmen, die sagen, vielleicht ist er zu alt und so, und vielleicht baut er geistig ab, wobei man da auch sagen muss, da kann er schon viel abbauen, dass er tut ist, wo manche von denen jetzt erst sind. Also da geht das schon. Ein bisschen ein Gefälle von ein paar Jahren. Oder das, was ist, dass er dement wird oder was? Das ist doch wurscht. Der lebt jetzt schon die Tage von einem Demenzkranken. Oder jeden Tag steht irgendeiner, den er nicht kennt, und er sagt, ich lobe sie an, ja, passt schon. Da ändert sich nicht viel. In Wahrheit ändert sich bei uns auch nichts. Wir kauen die Dinge durch, die vor kurzer Zeit passiert sind, und machen das möglichst humorvoll für Sie. Ich freue mich, dass der nächste Kollege oder der erste Kollege jetzt heraufkommt auf die Bühne. Hier ist Thomas Maurer. Ja, ich fange gleich mal ohne Innenpolitik an, weil da ist ja schon gut aufgewärmt. Ich wollte nur ein bisschen erzählen, ich habe unlängst ganz normal ein paar Sachen gebraucht, Brot, Butter, eine externe Festplatte und einen neuen Couchtisch. Bin also zur Tankstelle gefahren und wie dann dort so im Auto sitze, weil ich schon da war, habe ich noch zwei Solarpaneele mitgenommen und einen Hometrainer. Und dann sitze ich im Auto davor und denke mir, naja, wenn ich da schon im Auto sitze, ich könnte ja wohin fahren auch damit, mit schlechtem Gewissen, selbstverständlich, ne? Klima, Umwelt, CO2. Es war aber dann so, ich habe den ganzen Tag bereits so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja? Also das hat wirklich in der Früh angefangen, Zähne putzen, ich hab verwendet so eine Zahnpasta, die habe ich irgendwann einmal auf Tournee gekauft, in einer Tankstelle natürlich, und natürlich schreibt die das nicht drauf, aber subjektiv bin ich mir absolut sicher, dass da Mikroplastik drin ist, weil die putzt total super. Dann habe ich noch einen irrsinnig unfairen Kaffee frühstückt und einen Joghurt, aber aus dem Plastikbecher, also von da hätte ich auch gleich ein paar ÖMV-Aktien fressen können. Und natürlich ist es so, ohne schlechtes Gewissen am Leben sein ist sowieso total 20. Jahrhundert. Aber es ist dadurch schon, also sagen wir so, das werden Sie selber kennen, es gibt ja beim schlechten Gewissen so etwas wie eine natürliche innere, vielleicht sogar biologische innere Obergrenze. Irgendwann, Punkt, schlechtes Gewissen, bist voll und dann bleibt es so. Auch wenn du dir danach noch ein Beinschinkensemmel von der Babyrobbe vergönnst. Ne? Und man muss ja sagen, ohne diese Obergrenze beim schlechten Gewissen war ja mittlerweile der Alltag gar nicht mehr administrierbar. Ne? Von der Wirtschaft oder so brauchen wir gar nicht reden. Ja? Und das ist mir eben dort dann wieder eingefallen, weil es eine Shell-Tankstelle war. Das habe ich mal gelesen. Shell hat früh, 1985, haben die eine riesengroße, wissenschaftlich absolut erstklassige Studie in Auftrag gegeben über die Auswirkung von fossilem CO2 aufs globale Klima. Und das Ergebnis damals war in etwa, Kinder, wenn wir so weitermachen, sind wir echt im Arsch. Und Shell hat umgehend reagiert, die haben eine NGO gegründet, die Global Climate Coalition, gemeinsam mit ein paar anderen Ölmultis, und die hat dann sehr lang mit sehr viel Geld und sehr viel Erfolg Lobbying gemacht gegen die groteske CO2-Hysterie von diesen ganzen Klimaspinner. Und SpinnerInnen, so viel Zeit muss sein. Ne? Und ich denke mir, aber sowas muss man mal machen. Ja? Also mich fasziniert sowas, wenn man dann immer vorstellt, wie geht das? Ja? Wie ganz konkret, so, also mal formal klar, du beschließt das einmal gemeinsam mit deinem Vorstandskumpel. Sie entschuldigen, wenn ich da jetzt nicht gendere, aber es wäre unrealistisch. Also, ihr Burschen, beschließt es. Ja? Du unterschreibst die Papiere, freust dich, dass der Quartalsbonus einmal mehr gesichert ist. Und dann fährst heim und sagst zu deinen eigenen Kindern, stellt euch vor, der Papa hat sich heute in der Arbeit eine riesen Überraschung für euch ausgedacht. Also, so viel kann ich verraten. Eure Kinder werden wahrscheinlich keine Schimpfer mehr kriegen, wenn sie im Winter ohne Handschuhe und Haberl rauslaufen. Gebt's dem Papa im Bussi. Ja, wobei man denkt, es ist sicher dadurch auch begünstigt. Ich stelle mir halt vor, als Manager in einem globalen Ölkonzern bist du ja praktisch automatisch ein in seinem Werte- und Weltbild gefestigter Konservativer, der nicht nur auf Leistung Wert legt, sondern auch auf die traditionellen Werte, Ehe, Familie, Monogamie.
Das heißt, wenn du in der Position bist, brauchst du eigentlich nur mehr bei jeder Gelegenheit die eigene Gattin mit der Sekretärin betrügen und kannst dieses schlechte Gewissen immer ganz fein ausjustieren. Ja? Das kannst du einstellen, immer, dass es permanent ganz fein auf diesem obersten Pegel bleibt, oberhalb dessen ja ein erfolgreiches, den Shareholdern verpflichtetes Managen überhaupt erst möglich wird. Ja. Aber dann wird sehen, also das ist jetzt schon passiert, jetzt kommt aber eh die Klimawende, nein, Klimawende, das ist ein bisschen, wie wenn du denkst, Alter, ich habe 8772 ungelesene E-Mails, ja, und dann setzt dich hin und löscht 50 und du fühlst dich besser. Hm? Das muss man schon sagen. Also, ich meine, Klimawende in der Sozialdemokratie in Wien haben wir schon besprochen, dass das tendenziell von Häuslern gewünscht wird. Deutschland zum Beispiel, auch sozialdemokratisch geführt ist die Ampelregierung, da hat gestern der Bundeskanzler Scholz, da war ein bisschen klar, er ist bei einer Podiumsdiskussion unterbrochen worden, von, noch dazu von einem Friday for Future Aktivisten, und da hat er gesagt, das erinnert ihn an eine Zeit, die lange zurückliegt, Gott sei Dank. Also jetzt Autobahnen bauen oder Autobahnbaustellen besetzen, wer den Unterschied erkennt, der werfe den ersten Stein. Aber irgendwie denkt man sich schon, wenn das jetzt das europäische Modell für die Klimawende ist, dann kennen wir sie alle. Blödsinn. Also nicht Warmanziehen, ganz im Gegenteil. Also Warmanziehen ist ein Blödsinn in dem Zusammenhang. Ja. Aber ich meine, vielleicht wird es eh noch was. Ja. Also in Deutschland sind ja immerhin die Grünen in der Regierung. Bei uns ist. Wobei. Nein, oh, Entschuldigung. Nein, die sind eh, die sind noch. Oh ja, sie sind so ein bisschen so in der Slip-Einlagen-Werbungsvision, so leicht, dass du sie gar nicht spürst. Hm? Aber sie sind, ja. Nein, es ist innenpolitisch, ich muss auch sagen, ich komme ein bisschen durcheinander. Jetzt haben wir doch in 5 Jahren 5 Bundeskanzler und 6 Regierungen gehabt. Wobei man gedacht hat, das spart auch Geld. Ja, ich fahre heuer nicht nach Italien, haben wir gedacht, das können wir auch. Ja, also da. Bleibe einfach da. Nein, aber sonst innenpolitisch, es ist schon spannend, was wird. Komm, was glauben Sie, wer wird der Nächste? Also, der Nächste, von dem man sich das hinten noch nie hätte vorstellen können. Das haben wir doch gehabt. Den Haider, den Grasser, den Strache, den Kurz. Aber ich meine, damit ist ja der Bedarf nicht gedeckt. Also ich sage, österreichweit haben wir 1-2 Millionen Wähler locker, die Parturen so an wollen. Dann ist eine Nachfrage da und die erzeugt einen Sog und der Sog wird dann schon wieder irgendein so eine Lichtgestalt aufzuzeln. Hm? Das ist so ein Zack. Haben wir einen frischen. Hm? Und ich kann mir vorstellen, der kann dann vielleicht selber gar nichts dafür. Weißt du, vielleicht ist der war dann vielleicht nur zufällig da und hat einfach ausgeschaut wie einer, der in der Früh aufsteht und anpackt, statt streitet und für die Tüchtigen und die Anständigen da ist und der nicht anpatzt, der einfach ausgeschaut hat wie einer, von dem man sich das hinten noch beim besten Willen nie hätte vorstellen können. Und so schnell kann der nicht schauen, ist er auf Platz 1 vom Politikbarometer. Und man muss ja sagen, von diesen, die wir schon gehabt haben, keiner von denen hat antreten müssen, weil er hätte müssen, im Sinne von, dass die Leute gesagt hätten, na Moment, hallo, das ist ja ein Irrtum, das ist ja ein Hochstapler, ein Windei, ein lares Hemd mit nichts dahinter, den wählen wir nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Kommt nicht vor. Ne? Der Grasse ist über die Gier gestolpert, der Heide über das Auto, der Strache über Wodka Red Bull und der Kurz über die Faszination Smartphone. Ne? Und der Nächste wird auch wieder über irgendwas stolpern, aber eher nicht über das österreichische Wahlvolk. Sag ich mal. Ich glaube, da haben wir vorher Bananenstauden im Morchfeld und Trockenrasen im Neusiedlersee, bevor sich bei uns die Leute mehrheitlich das, was man sich nachher nie hätte vorstellen können, einfach vorher vorstellen. Hm? Es ist jetzt so, ich habe ganz bewusst keine Schlusspointe vorbereitet, weil das ist nicht unprofessionell, das habe ich ein schlechtes Gewissen und das passt wieder genauso auf Oberpegel. Dadurch kann ich mir dann erlauben, dass ich statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach mein Taxi heimfahre, weil es schon wurscht ist. Ich danke. Falls ihr ein schlechtes
gewiss wieder runterbringen wollt, trinkt einen guten Wein. Der Weingut Rabel mit dem grünen Veltliner Langenlois versorgt uns heute. Ganz aktuell, jetzt wo wir hier zusammensitzen, war ein Vorfall in Paris im Louvre. Die Mona Lisa wurde mit einer Torte beschossen. Ich frage mich, wie der die Torte mit einer Torte, dass man dort reinkommt. So, das ist auch schon. Wir kommen zu einer Geburtstagsfeier. Na, vielleicht war sie so ein bisschen wie für Pferderennen anzogen. Also eine Dame, das als Kopfbedeckung reintransportiert hat. Da braucht man künftig keine Metalldetektoren, sondern Tortendetektoren. Ne? Ja. Weil das gibt es halt nicht. Ja, stimmt. Weil die schauen nur auf Metall. Und wenn zufällig einmal das eine Torte war, wo kein Metall drinnen war, war er schon durch. Vielleicht dem Diabetiker bedarf das. Ja. Ich finde ja schade, ihr könnt euch noch erinnern, es gab eine Zeit, wo rechte Politiker vor allem getortet wurden. Ja. Ja, man erinnert sich gern an den Herrn Humptump, ja, ne, den Herrn Kabas, der hat eine Torte ins Gesicht gekriegt. Nein, ich hätte eher schon manchmal das Gefühl gehabt, ich hätte jetzt gern so ein großes Schnitzel unternehmen. Ja, genau. Vom Panieren, dass du es nicht mehr klopfen musst. Ne? Ja. Großes Thema natürlich die Teuerungen. Tanken gehen ist... Also kein Problem, ich tanke seit Jahr und Tag um 50 Euro, für mich hat sich nichts geändert. Alles noch einen Smart? Ja. Ich habe heute getankt, 41 Euro Volltank. Nicht schlecht, gell? Cool, ja. Und ihr mit euren SUVs? 107 Euro. Ja. Musst du einen Smart kaufen. Vorteil ist, kannst doch nur ein Kind mitnehmen. Das ist super. Ich glaube, das werde ich mir kaufen, genau deswegen. Die genau Spielpreise sind mir wurscht, aber wie ruhig würde ich wirklich gerne beide mitnehmen. Aber ich habe schon oft auf der Ladefläche hinten ein Kind mitgehabt. Hast du das noch nie probiert? Wenn's nein, noch nicht 18 ist. Absichtlich auf oder? Auf der Ladefläche ist da Smart Bridge oder was ist das? Du, der hat einen riesen Kofferraum. Wirklich? Den darfst du nicht unterschätzen. Aha. Ja. Was ich oft da reinkriege, Kinder zum Beispiel. Ja. Kinder. Dann lädst du beim Kindergarten zu und dann telefonieren sie die Eltern zusammen. Genau. Wo welches ist. Ja, seitdem es Wetten, dass nicht mehr gibt, nicht? Was hat man immer in VW Käfer oder VW Golf? Stimmt, war das immer? Genau, die Schulklasse hier hat 24 Kinder, die bringen wir jetzt in diesen VW Golf. Und es, der Trend zum Buchschreiben. Ne? Also viele haben in der Pandemie Bücher geschrieben, Günter Leiner hat ein Buch geschrieben. Hast du eins geschrieben? Nein, ich habe mir gedacht, der Leiner schreibt sicher. Genau, ja, genau. Der Schäuber hat ein Buch geschrieben und so weiter. Jetzt schreiben alle Bücher. Ne? Der Kurz wird ein Buch schreiben. Das kleine Ich ob bin ich, glaube ich. Ob er das wirklich selber schreibt? Man weiß es nicht. Er sitzt so viel im Flugzeug, da kann er durchaus sein. Nein, der hat sich eine ich habe da eine Schlagzeile gelesen, eine Liebesautorin hat er sich als Ghostwriterin genommen. Also ich glaube, das ist der Blümel, weil der hat einen Laptop, oder? Nein, der hat nie einen gehabt. Nein. Jetzt wieder, jetzt weiß er, was es ist. Auf dem einen oder anderen Spaziergang ist das Buch entstanden. Sehr, sehr schön. Lydia, hast du schon ein Buch geschrieben? Nein. Aber Zeit wird's. Ich arbeite daran. Gut, dann arbeite mal jetzt auch ein bisschen. Meine Damen und Herren, Lydia Brenner-Kaspar. Meine Damen und Herren, ich darf mich nicht beschweren, muss ich sagen. Es geht mir wirklich gut, aber es gibt im Leben doch ein paar Dinge, die brauchen ein bisschen mehr Energie als andere, oder? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Paarbeziehungen, boah, ist nicht ganz unanstrengend, oder? Ich weiß nicht, meine Damen, wie sehen Sie das? Das mit der ewigen Liebe in Paarbeziehungen, das ist uns damals auch ein bisschen schöner verkauft worden, oder? Ja, ich habe echt geglaubt, Liebe vergeht nicht. Aber die einzigen, die mir heute noch nachpfeifen, sind der Trockner und der Geschirrspüler. Es ist schwierig, ja. Ja, und ich bin wirklich nicht schlecht verheiratet, aber ich muss sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, was da auf mich zukommt, weiß ich, ob ich mich auch so entschieden hätte. Naja, wahrscheinlich schon, das glaubt mir alles vorher nicht, gell? Nein, nein, das schaut alles immer so lieb aus, oder? In diesen Zeitschriften. Wenn die gestylte Familie mit den vier Kindern und mit dem Hund vor dem Elkhaus steht und söhnlich grinst. Aber dass das vierte Kind nimmer geplant war, der Hund täglich ins Haus schifft und die zwei sich wegen der Schulden nicht scheiden lassen können, das steht doch nie daneben. Ah, nie. Ja, es ist tückisch. Und ich kann mich noch so gut erinnern an meine Oma, die ist vor der Hochzeit ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Lydia, pass auf, man weiß ja gar nicht, zu was man alles ja sagt. Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromrechnung, das sage ich da. Ja, und zuerst haben wir gedacht, die spinnt, ne? Aber sie hat ja so recht gehabt.
Und ich meine, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich schlecht verheiratet bin, wirklich nicht. Nein, aber wenn ich mir das so überlege, mein Mann und ich, ja, wir haben uns schon gern, sehr gern, ja. Aber wir sind so unterschiedlich, wir sind von zwei völlig unterschiedlichen Planeten. Das merkt man, finde ich, beim Fernsehen total. Also, wenn ich zum Beispiel dran bin, die Kinder hinlegen und mein Mann übernimmt in der Zwischenzeit die Herrschaft über die Fernbedienung, da sieht man die Unterschiede beim Fernsehen. Ja? Und dann trat er sich irgendeine unnötige Provinzliga auf. Weiß nicht, Afterboch gegen Kotzgrom, Hauptsache Wiesn im Hintergrund, das ist ganz egal. Ja. Und dann komme ich schon Richtung Fernseher und höre dieses typische Geräusch. Sie kennen das, oder? Dieses. Und da weiß ich, jetzt ist wieder Neandertalerzeit im Hause Brenner Kasper. Da geht das gesamte archaische Verhaltensrepertoire ab. Und mein Mann schreit, hörst du Pfeifentrottel, gib Gelb, hörst du Koffer. Körperliche Entlüftungsventile feiern Tag der offenen Tür. Und er ist mir so fremd, dass ich ihn am liebsten bei einer Autobahnraststätte anbinden möchte. Aber das geht nicht, weil da regert sich der Tierschutz auf. Und ich muss ja sagen, Fußball an sich ist ja eigentlich was Wunderschönes, oder? So ein Traumrasen, der von einem feschen 22-köpfigen Vertikutierteam mit seinen Stoppelschuhen belüftet wird. Für uns Frauen ist das ja ein Gartenporno. Und dann stehen die Typen da, gell, so lässig und schauen so gut aus. Gell. Und dann schlatzen die und stellen sich gegenseitig ein Haxel und schreien sie ins Auge, dass die Spucktropferl in HD nur so fliegen siehst. Ich mein, da kriegst du ja keinen Gusto auf einen Mann, oder? Da denkt man, na, bleib allein im Hund. Hm? Ja, der himmelt mich an und bist wenigstens die meiste Zeit draußen. Hm? Ja. Und dann siehst du beim Zusehen, wie dein Mann beim Fernschauen selber regrediert in eine ganz niedrige Evolutionsstufe. Schon dem Wasser entkrochen, aber noch lange nicht aufrecht gehen. Und wenn ich dann was sage, dann kriege ich einen Vortrag. Ja? Dann sagt er, du hast ja keine Ahnung, wie viel Hirnschmalz und unter Taktik in so ein Spiel einrennt. Da brauchst du ja Intelligenz und Strategie. Und während er so doziert, sehe ich zeitgleich am Bildschirm, wie sie einer von den Trainern mit der Hand in die Hosen vor und dann an der Hand riecht. Im Hintergrund hochintellektuelle Sprechgesangskulisse. Sowas wie, wer nicht hüpft, der ist ein Trottel. Hey, hey. Und dann tut sie einer weh. Ja. Und dann darf ich mir in 10 verschiedenen Zeitlupeneinstellungen anschauen, wie sich einer der Mitspieler völlig durchschaubar, wie ein Dreijähriger, der vom Abendessen nichts mehr noschen darf, ja, absichtlich in die Wiese hinhaut und sich jetzt wuselt, das lagert er in den Wehen mit einer Mehrlingssteißgeburt. Ja. Und mein Mann ist von der Szene wirklich ernsthaft gebannt. Der sitzt da und sagt, oh, Schatzl, schau mal, bist du narrisch. Dem sind sie vor ihm im Dings in die Sachen gefahren. Bist du narrisch. Und da muss ich ihn natürlich rausholen aus seiner Agonie. Ne? Und dann sage ich sowas wie, die Mutti vom Neuner bitte von der Tribüne kommen, der blutet, der braucht ein Bussi aufs Knie. Die Mutti vom Neuner bitte. Das mag er gar nicht, wenn ich das nicht ernst nehme. Und wenn das Match schon ganz anstrengend war, weil 90 Minuten nicht einmal ein Tor gefallen ist, dann kommt die Nachspielzeit, ja. Und ich denke mir jedes Mal, warum? Warum muss man 22 todmüde Männer nach 90 Minuten noch zweimal 15 Minuten über den Rasen jagen, damit sie in einer halben Stunde das treffen, was sie in eineinhalb Stunden vorher schon nicht getroffen haben? Und ich hätte eigentlich heute noch gern Paarungszeit.
und sage zu meinem Mann, na geh, nicht nur zweimal 15 Minuten. Und er sagt, okay, zweimal 15 Minuten wirst du schon aushalten. Und ich sage, wer hat sich denn den Scheiß einfallen lassen? Und er sagt, das ist UEFA-regulativ, das ist die Bibel, die gilt immer. Und ich sage, ja, Fräuli, immer. Und er sagt, ja, immer. Ja, ja, und dann haben wir nach dem Match Sex gehabt und ich bin 90 Minuten zu Fleiß nicht gekommen. Und er hat gesagt, Schatz, ich bin schon so müde. Und ich habe gesagt, aber geh, zweimal 15 Minuten wirst du schon aushalten. Hat er gesagt, warum zweimal 15 Minuten? Habe ich gesagt, das ist eh frauenregulativ. Und jetzt schau, dass du weiter tust, sonst machen wir in einer halben Stunde noch einmal weiter, aber mit 11 Meter Abstand, das wird nicht leichter. Ja. Naja, hat man nachher nie wieder was über Fußball erklärt. Aber Sex hat ihn dann auch länger nicht gefreut, ja. Na, und da bin ich mich schon ein bisschen kränkt, muss ich sagen. Nein, das, da war ich schon traurig und da habe ich mich dann ausgeweint bei meiner Mama, da haben wir so ein bisschen geredet. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, wie das früher so war, bei ihr damals mit der Lust in der Ehe. Ne? Die hat gesagt, Mal, weißt du was, früher, wie ich noch berufstätig war, da bin ich mit der Straßenbahn nach der Arbeit heimgefahren und habe mir gedacht, na, heute passert's wieder einmal. Heute tat's mir wieder einmal lusten. Gell? Und dann komme ich heim, sperre die Tür auf sich und denk mir, na, da nicht. Ist mir in der Straßenbahn vergangen. Ja? Und heute bin ich in Pension und heute sage ich dir, brauche ich nicht einmal mehr Straßenbahn, dass mir vergeht. Ist vielleicht insgesamt nicht besser, aber wenigstens brauche ich keine Jahreskarten mehr zahlen. Gell? Ja, meine Mama, die sieht halt immer nur das Positive und das ist was sie mir beigebracht hat und da bin ich wirklich froh, weil das kann man in einer langjährigen Partnerschaft immer gut brauchen. Dankeschön. Lydia Brenner-Kaspar, so sind wir nicht. So sind wir nicht. So sind wir nicht. Wir sind ganz anders. Und ich meine, Real Liverpool war schon spannend. Finde ich nicht. Und das war 1-0. Das Land Kärnten wurde von Hackern gehackt. Also von, das Internet in Kärnten wurde lahmgelegt. Das fand ich auch schön. Ja, ich finde das total unfair. Ja, genau. Aber warum Kärnten, habe ich mich gefragt. Was? Da ist das Lamaland. Wird reich, hat es geheißen. Die haben die alten Plakate vom Heider irgendwo im Internet gefunden. Wahrscheinlich. Ich habe gedacht, sie rahmen jetzt die Hypo aus. Das waren blöde Hacker. Aber der Moment, wo du draufkommst, ups, oder? Das war ja nicht so schön, da ist irgendwas mit dem Computer. Ja, vor allem, das haben sie angeblich 10 Tage nicht bemerkt. Nicht? Also können die Beamten nicht sehr aktiv gewesen sein in der Zeit. Na, vielleicht ein verlängertes Wochenende in Kärnten dauert oft schon 10 Tage. Die haben bei der Hotline angerufen, die haben gesagt, schalten Sie einmal aus. Ja. Hat niemand gesagt, einschalten auch wieder. Ja. Und dann lang gesessen, Siri, ja. Siri. Das ist ja, hey Siri sagen, sonst geht's ja nicht. Hey. Also wenn Sie uns jetzt in der TV-Thek zuschauen, frage ich mich erstens, warum waren Sie nicht gleich live in ORF3 dabei, aber und in Kärnten sind, es geht wieder, super. Wollen wir noch was reden? Ah, Schlange habe ich noch. Schlange? Schon wieder? Es war schon wieder eine Schlange in Wien. Nein. Ja, es ist das Sommer und es kommen die Schlangen. Diesmal in welcher ich... Toilette diesmal? Nein, es war in einem Kleingarten. In der Toilette? Nein, ich weiß nicht. Im Plumpsklo. Ein Dreijähriger hat sie gefunden und dann gesagt, schau Oma, was Schönes zum Spielen. Absurd. Ja, aber wir hatten mal einen Pachtgarten, wo eine dicke, fette Eskolab-Natter. Eben. Bei mir im Garten. Servus, passt und die da, ja? Marschiert weiter. Ja. So wie wir jetzt zum Beispiel Servus sagen zum Herrn Steinböck. Herbert Steinböck, ja. Meine Damen und Herren. Hey.
Vielen Dank. Ja, also ich freue mich ja auch, dass wieder, wie wir heute schon gehört haben, die Pandemie vorbei ist. Wir können wieder trinken unter Freunden und auch hier, es gibt wieder Alkohol. Und obwohl letztens habe ich es echt probiert, habe ich ja Wasser getrunken, nur um die Leber zu überraschen. Die war fertig. Auch sonst ist es uns gut gegangen, besonders uns Kabarettisten. Wir haben die Pandemie super überstanden, auch finanziell. Braucht wer eine Niere? Sie könnten es nur aussuchen. Aber jetzt, ich habe eine gute Methode gefunden, wie man eigentlich gut zu Alkohol kommt. Gehen Sie einfach in ein Lokal und sagen Sie dann, die nächste Runde geht auf mir. Und dann zünden Sie 21, 22 und irgendein Schlauer schreit dann, nein, auf mich. Ah, danke schön, gell, Viertel. Könnten wir probieren, ja. Apropos Sex, kennen Sie die langweiligste Stellung? Ich und keiner oben. Na, aber in Wirklichkeit, man kann ja wirklich zusammenfassen, an allem ist die Pandemie schuld. An allem, was nur irgend passiert ist, es ist eigentlich immer die Pandemie schuld. Auch das zum Beispiel, ja. Da isst du 2 Jahre lang nur ein bisschen über den Hunger, zack, Blatt. Ja, Pandemie. Jetzt liege ich oft nackt, wie Gott mich schuf, im Gras, nur dicker. Aber da fällt mir jetzt meine Oma ein. Meine Oma, die hat immer gesagt, Buh, steh grad, du im Bauch nicht so außer, das bleibt da. Sie hatte recht. Aber hat auch Vorteile. Ich habe mir jetzt einen neuen Hula-Hoop-Reifen gekauft, passt wie angegossen. Ja, ja. Auch dass so ein Problem ist in der Gastronomie mit gutem Kellnernachwuchs, auch da hat jetzt die Regierung zu einer Gegeninitiative sich entschlossen. Herrschaften, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Thema das richtige Ausspucken. Zu diesem Behufe habe ich Ihnen mitgebracht einen grünen Veltliner 2020 vom Weingut Waginger aus Fels am Wagram. Der geübte Sommelier erkennt sofort an der goldgelben Farbe die zu erwartende Fruchtigkeit in der Nase. Der Duft nach ausgetrocknetem Wasser, Lachen, sehr typisch für die Gegend und für die Weine des Weinguts Waginger. So, Herrschaften, wenn wir jetzt gemeinsam den ersten Schluck machen. Und jetzt bitte ausspucken. Das ist das Wichtigste, das Ausspucken, das Motto jedes Sommeliers, spucken statt schlucken. Zeig's Ihnen noch einmal. Und jetzt ausspucken. Ja. So, Herrschaften, was haben wir geschmeckt? Was dahinter? Eine senfige Holundernote. Ja, jetzt schauen wir mal, senfige Holundernote. Ja, durchaus. Senfige Holundernote. Dahinter war noch eine was? Rauchig-ranziger Pferdedeckengeschmack. Ja, hätte jetzt aufs Erste gar nicht so gesehen. Ah, und wichtig ist natürlich immer wieder zwischendurch ausspucken. Ich hätte eher gesehen, der pfeffrig-pelzige Geschmack eines nassen Kaninchenfells. Herrschaften, immer das Ausspucken ist wichtig. Wieso das Ausspucken? Weil sonst der Alkohol zu früh die Geschmacksnerven und Zungenknospen beeinflussen würde. Schleimhäute stumpfen ab, Herrschaften. Als Nächstes habe ich Ihnen schon ein bisschen was Kräftigeres mitgebracht. Es handelt sich hierbei um ein Wiedelhalm 2003 Cuvée, ausgebaut im Eichenfass, wieder vom Weingut Waginger. Ja, dieser Wein hat schon satte 14 Volumensprozent. Also wenn du den nicht ausspuckst, dann aber... Und anhand dieses herrlichen roten Tröpfels werde ich Ihnen nun das Richtige ausspucken. Demonstrieren wir, nehmen mal einen Schluck. Und wenn Sie jetzt schon ausgespuckt hätten, dann wäre das zu früh gewesen.
Sie müssen nämlich den gesamten Mundinnenraum bis hinter die Höhle, bis zum Zapfel, mit der Flüssigkeit benetzen und erst dann aus. Ich zeige es Ihnen mal. Und jetzt bitte aus, jetzt bist du aus. Also nie zu früh, nie zu spät vielleicht. Ja, für die Schwächeren vielleicht einmal noch. Und jetzt erst ausspucken, Herrschaft. Falls es Ihnen aber mal zufällig passieren sollte, dass Sie direkt aus der Flasche trinken, wie dieser herrliche Teufelsbrunzler aus Schaas an der kleinen Frunz aus dem Jahre, scheißegal. Wenn sie nachher ausspucken, kann quasi nichts passieren. Das Ausspucken ist einfach so nur im Abgang, Herr Schaffer. Nein, sind wir mal irrtümlich. Passiert also ein klitzekleines Tröpfchen doch schlucken sollten, dann sage ich immer, Scheiße, nix Asterix. Aufstehen, runterrichten und weiter geht es bunt gemischt. Immer nach dem Motto des Solitär, Schucken statt Bucken. Nein, Lucken die Gucken. Hase statt Vase. Die Glocke, Kinder, habt ihr gehört? Die Glocke, Pause ist, könnt's zusammenpacken, macht's Pause, Kind. Und ich prüfe das morgen, gell? Und ich prüfe, also macht's Pause. Was habt ihr in der nächsten Stunde? Was? Wir haben eine Doppelstunde geschlägt. Passende, fröhliche Volksmusik, sehr schön. Jetzt schenke ich mal was ein. Schön machst du das. Schenk dir doch noch ein Glas alleine. Böse Zungen behaupten, das ist gar nicht gespült. Ja, es ist viel Training notwendig. Method Acting. Ja, man muss es einmal reintrinken, ja, Rabel. Es war in Wien in den letzten Tagen sehr viel von einer großen Blume die Rede. Ihr wisst, wovon ich rede? Mhm. Oder in Österreich generell. Ja, die möchte noch da stinken. Die möchtest du noch? Möchtest du uns teilhaben lassen? Also es ist der große Irgendwas-Wurz, oder? Anthropophallus titanum. Ja, also genau. Eine Riesenblume, die nur alle paar Jahre blüht. 10 Jahre. Ja. Alle 10 Jahre und dann nach Aas stinkt und recht fallisch. Da wie ein unförmiger Penis. Genau. Das heißt es, glaube ich, auch übersetzt. Ne? Welcher Penis ist nicht unförmig? Schierker Beidl. Ja. Sehr schön. Kann man sagen. Sehr schön, ja. Nein, auf Wienerisch, Österreichisch, ich wollte das ja, nur. Ich hätte es nicht so blumisch formulieren können. So blumisch? Blumisch. Aber ich habe mir gedacht, ich habe einmal die vollständige Sonnenfinsternis gesehen, das kann ich mir den blühenden Beidl auch mehr. Na, mich würde interessieren, eine Blume ist ja dazu da, um irgendwann einmal befruchtet zu werden. Passiert das da auch oder lassen die den nur blühen und dann ist 10 Jahre wieder Ruhe? Wie schaut die Frucht von so einem schieren Beidl aus? Bitte, ich weiß... Kann man das überhaupt sagen? Muss man sich in der Politik umschauen. Na, aber es schaut wirklich riesengroß. Ich habe nur im Internet ein paar Filmdings, ist ja wirklich groß. Na, mich interessiert, ob es wirklich so grauslich riecht. Oder nicht? 4 Stunden ausstehen, darf ja. 4 Stunden wartet. Da lese ich dann doch lieber das Buch über den Kurz. Ja. Da bist du schneller fertig. Da stinkt es auch gewaltig. Wobei ich habe auch eine Theorie, also weil unser der Altkanzler ist ja jetzt beim Peter Thiel, der ja an sich von Demokratie auch nicht so viel hält. Also insofern hat er sich jetzt nicht verändert. Aber der Peter Thiel ist einer von diesen verrückten Tech-Milliardären, der möchte den Tod abschaffen, zumindest für Reiche.
Und der probiert an sich selber alles aus und man weiß, dass er seit vielen Jahren das Blut von sehr jungen Menschen konsumiert. Also ja, trinkt es nicht, also immerhin. Und ich glaube, sobald der draufkommt, dass der Kurz doch schon über 30 ist, ist er den Job wieder los. Aber wie macht er das? Macht er so Blutspendeaktionen im Kindergarten oder wie kann man das vorstellen? Nein, ich glaube, er zahlt Geld. Er zahlt Geld. Das ist, glaube ich, leichter. Und das große Jubiläum der Queen wird natürlich gefeiert am Wochenende. 75-jähriges... So, der Freddie Mercury ist tot. Aber weil du Freddie Mercury ansprichst, beim letzten großen Jubiläum, das gefeiert wurde, haben ja Queen vom Dach des Buckingham Palace gespielt. Irgendwie, also Buckingham Palace natürlich. Und Brian May hat gesagt, es ist eine große Überraschung, wo sie diesmal spielen werden. An einem Ort, wo man sich es nicht vorstellen kann. Man darf gespannt sein. Unterm Bett von der Queen und sie weiß nichts. Um zwei in der Früh. Hilfe, ich habe die Queen geschrumpft. Aida, du hast ja ein Video gemacht als Meghan, wie das Interview mit der Oprah war. Wie oft wurde das geklickt? 17 Millionen Mal? Oder? Ich habe jetzt lang schon nicht mehr geschaut. Ist aber nicht das schon ist 17 Millionen? Nein, ich weiß nicht, aber in England ist es ganz groß gewesen auch. Ja, es ist sehr tatsächlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, meine Damen und Herren. Hier ist Aida Lotz. Guten Abend. Wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Wirklich, wirklich. Also, weil bei mir ist so, ich bin in letzter Zeit so, weiß nicht, wie sagt man da, dieses Modewort, wie heißt das? Bitte? Nein, nicht korrupt, das andere, so, depressiv, danke schön, depressiv. Ich bin in letzter Zeit so depressiv, ja. Ich habe Depressionen und die einzige Antwort, die ich eigentlich darauf gelten lasse, ist, ja, eh. Ja, ich auch. Ich meine, wer nicht? Manchmal versuche ich mit meinem Mann darüber zu sprechen, der gleichzeitig mein Manager ist, also quasi mein Manager. Und der nimmt das immer gleich so persönlich. Er sagt dann sowas wie, Puppe, hast du denn keinen Spaß mehr mit mir? Sie hören es vielleicht raus, mein Manager ist ein bisschen ein Snob. Und er nickt beim Sprechen immer so mit dem Kopf, weil er so ein lebensbejahender Mensch ist. Und das Puppi ist natürlich komplett ironisch. Also ich bin kein Puppi, alles andere. Aber manchmal wäre ich gern eins, weil stell dich mal vor, wie geil ich wäre, wenn ich keine eigene Meinung hätte. Puppi, hast du denn keinen Spaß mehr mit mir? Oh ja, ich habe eh Spaß mit dir. Ich habe sogar wirklich Spaß mit ihm. Aber weil es in unserer Beziehung halt auch mich gibt. Aber Puppi, warum bist du dann so traurig? Und das Ding ist, ich bin nicht traurig. Traurig sein ist was ganz anderes. Traurig bist du, wenn etwas passiert, das dich traurig macht und naja, und dann bist du halt mal kurz traurig. Wie mein Hamster, der Yoshi, gestorben ist zum Beispiel, da war ich traurig, weil ich ihn verhungern ließ. Aber eine Depression ist ein Zustand, der auch oft in der Familie liegt. Also meine Oma zum Beispiel hatte auch Depressionen. Und das, obwohl meine Oma ausgeschaut hat wie ein Hollywood-Star. Wirklich, wie Danny DeVito. Nur dann halt ein bisschen kleiner. Eine Depression ist also ein vererbbarer Zustand. Und das ist, wenn du die Dinge nur noch so sehen kannst, wie sie sind. Aber Puppi, wie sind sie denn? Was stört dich denn? Na, keine Ahnung, die Wahrheit? Oder anders gefragt, was siehst du denn nicht? Ich meine, was siehst du denn nicht? Wie kannst du so fröhlich sein?
Wirklich, der provoziert mich schon in aller Herrgottsfrüh. Der steht jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf, ohne sich einen Wecker gestellt zu haben, weil es so etwas wie einen Biorhythmus hat, nachdem er 8 Stunden köstlichst geschlafen hat. Guten Morgen. Und dann geht er durch den Tag wie so ein Duracell-Haserl auf Kokain mit so einem Dauergrinsen im Gesicht, zum Extra-Schlagen. Mahlzeit. Feierabend, schwächerter Bier? Nein. Mir schmeckt's da. Ich meine, was ist los mit dir? Was siehst du denn nicht? Ich meine, keine Panikattacke, wirklich, keine einzige, nicht einmal Angstzustände, kein Kopfweh, gar nichts. Ja, weißt du denn nicht, dass wir alle eines Tages sterben müssen? Belastet dich das nicht? Nicht einmal am Tag denkst du darüber nach, dass das alles hier ein Ende haben wird, für jeden von uns, und es nichts gibt, was diesen Prozess aufhalten kann? Ich meine, mein Leben tröpfelt mir Tag für Tag aus meiner zukünftigen Leiche. Ich tue alles, um es irgendwie drinnen zu lassen, was wiederum eine Verschwendung meiner Zeit ist, weil ich sollte ja im Moment leben. Ja, Carpe diem, Puppe stimmt, machen wir einen Ausflug, es hat 22 Grad draußen, im Februar, Alter. Aber was mache ich? Ich starre lieber in mein Handy. Mein Handy, das von Sklaven gemacht wurde, und lese mir die neuesten Schlagzeilen durch. Mein Gott, was ist das? Schau mal bitte, Dritter Weltkrieg oder was? Ich meine, schau doch mal, da sterben gerade Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Großeltern, Onkel, Tanten, und wir scheißen uns wegen was hier an? Wegen den Spritpreisen? Und das nach 2 Jahren Pandemie? Ich meine, ein bisschen Gavil-Jahrhundertereignisse für die kurze Zeit, findest du nicht auch? Na, Gott sei Dank schreibe ich gerade kein neues Programm, weil da wäre ja alles, was ich sage, in der Pause schon wieder nicht mehr aktuell. Okay, bitte, beruhig dich. Schau was Belangloses. Schau Instagram. Alter. Was ist mit der? Schau mal, die ist schon wieder auf Urlaub. Ich meine, die war doch gerade. Jetzt sitzt sie schon wieder am Meer vor ihrem Balsamico-Tupferteller und schlürft Champagner-Rosé. Hashtag Holiday. Mäh. Sicher, die hat auch keine Kinder. Weil ohne Kindern ist Urlaub Urlaub und Arbeit Arbeit. Aber mit Kindern ist Urlaub Arbeit und Arbeit Urlaub. Aber mir kann es eh wurscht sein, weil ich hatte seit Jahren weder das eine noch das andere. Okay, bitte beruhig dich. Das gibt's ja nicht. Schau was Lustiges. Da, gestern war der Cabaret-Gipfel. Alter! Schau mal bitte. Schon wieder 3 Männer und nur eine Frau. Und die ist aus Deutschland. Dann hast du mitgezählt, das sind 3 Witze in einem Satz. Was ist mit euch? Es ist 2022, es battlen. Puppe, mach eine Therapie. Warte. Schau mal. Was hat unsere Tochter da? Schau doch mal. Ich glaube nicht, dass das da hingehört. Vielleicht sollten wir mit ihr ins Spital fahren und uns das anschauen lassen. Entschuldigen Sie, Frau Doktor, was hat sie denn da? Wir können es nicht sagen. Aber sie wird die nächsten Wochen hier bleiben müssen. Wir müssen das untersuchen und es dann dementsprechend behandeln bzw. therapieren. Sie werden viel Geduld brauchen die nächsten Wochen. Was machen wir denn jetzt? Bubi, wir müssen alle Termine absagen. Ja, natürlich müssen wir das. Natürlich, wir müssen jetzt für unser Kind da sein. Ach Gott, mein Herz. Boah. Hallo, wir sind die Klinik Lounge. Stört's dich eh nicht, wenn wir reinkommen? Na, wenn's dich stört, musst du es nur sagen. Schleicht's euch. Na, dann bleib mal. Na gut. Ist das deine Mama? Hallo, Mama. Was schaust du deppert? Hast du ein Monster gesehen? Hat deine Mama ein Monster gesehen? Versuchen Sie zu lachen. Das ist wichtig. Für Ihre Tochter. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist wichtig. Versuchen Sie, Lebensfreude zu versprühen. Schaffen Sie das? Lebensfreude. Ja,
Natürlich, ich schaffe das. Für meine Tochter schaffe ich alles. Lebensfreude, jawohl, kann ich. Also ich konnte es mal. Ich muss es mir nur wieder herleiten, was das ist, diese Lebensfreude. Dieses Joy of Life, dieses, wie die Französinnen und Franzosen sagen, Joie de vivre. Dankeschön. Joie de vivre, ein Glasel Wein, ein Camembert, das ist Joie de vivre. Joie de vivre, zwei Tage Therme um 1.000 Euro, das ist joie de vivre, die süßen Kirschen vom Nachbarsbaum, das ist auch joie de vivre. Es ist die Kunst, danach zu streben, nur im Augenblick zu leben. Wenn du das kannst, unglücklich bist, dann joie de vivre. Es ist das Steak ohne Besteck, es ist der Rotweinfleck im Bett, es ist das Spucken auf die Moral, das ist joie de vivre. Es ist der Riesenfernseher zu Hause und du schaltest ihn seit Jahren nicht aus. Die Gis hast du noch nie bezahlt, nein, nein, joie de vivre. Trinkst einen Meter Schnaps im Stammlokal, speibst dann ins Urinal, bestellst dasselbe gleich nochmal, das ist joie de vivre. Vergiss die Spieße dieser Welt, leb so, wie es dir gefällt. Auch wenn man dich für Abschaum hält, das ist joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Geh bitte, scheiß dich nicht so an, das ist joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Lass deine Kinder bis um 18 Uhr im Hort, das ist joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Plane nur zum Spaß ein Attentat, das ist auch joie de vivre. Du wirst sehen, wenn du so lebst, dass es dir immer besser geht. Das ist, worum es geht, das ist joie de vivre. Wenn deine Schwiegermutter bäckt und das Ergebnis dir nicht schmeckt, gib's dem Hund, öffne einen Sekt, das ist joie de vivre. Lass in der Sauna einen Schaß und frag dein Pört, bitte, wann sie das wirst sehen, das ist ein Spaß, das ist joie de vivre. Beschimpf Passanten ganz spontan, schlürf Austern in der Straßenbahn, zünd im Kreis an einen Joint an, das ist joie de vivre. Spendier vegan an einen Wein, misch vorher Hühnersuppe rein, ach komm, ein bisschen Spaß muss sein, joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Tanze nackt in einer Moschee, das ist joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Bade in Gänseleberpaté, das ist joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Zeig einer Nonne dein Geschlecht, das ist auch joie de vivre. Sag, gehen Sie in den Arsch, Herr Polizist, die Strafe wir finden Mist. Wir sehen, wie schön das ist joie de vivre. Wenn deine Oma Geburtstag hat, schenk keine Blumen, das wär fad. Lieber ein Dill und ein bisschen Gras, joie de vivre. Lach den Krasser im Häfen aus, scheiß dem Sauberkreuz über sein Haus. Spann deine Chefin den Mann aus, joie de vivre. Quäl den Therapeuten, bis er weint, sei zu Kleinkindern gemein. Lad den Nachbarn zum Drei ein, das ist joie de vivre. Es ist ganz einfach zu verstehen, du hast nur dieses eine Leben. Also vive la passion, joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Aida los, meine Damen und Herren. Und das war die Tafelrunde für dieses Mal. Alles Gute. Mit Aida los, mit Thomas Maurer, mit Lydia Brenner-Kasper und mit Herbert Steinböck. Sascha Nikolic an Drums, Rainer Kepplinger an der Orgel und Mike Wagner an der Gitarre. Dankeschön fürs Dabeisein. Besuchen Sie uns im Prater auf Wiederschauen. Dankeschön.